Okay, hier ist er, der White Doctor. Und wir sind hier mit The Seventh Saga. Tut mir leid, Leute, mit den anderen LPs mache ich schon noch weiter, aber jetzt musste ich mal was Neues ausprobieren. Und mit Shining in the Darkness fange ich auch demnächst an, aber jetzt beginnen wir erstmal mit der siebten Saga von 1993 auf dem Super Nintendo. Hier haben wir nochmal kurz die Story, viele Jahre in der Vergangenheit. Leute kämpften in Schlachten um dieses Land. Und diese Schlachten waren heroisch und haben viele Legenden inspiriert. Aha. Okay. Ich nehme an, dass es die Frau ist, eines der Monster, die hier angegriffen haben. Und dies ist eine der Geschichten, die für Generationen gelabert wurde. Genau. Und einige Leute werden diese Legenden vergessen, sodass die Narben auf der Planetenoberfläche übrig bleiben von den Geschichten und den Leuten. Und der Planet dieser Geschichten heißt Ticonderoga. Okay, wir sind anscheinend in der Galaxie weit, weit entfernt. Oder bloß auf der anderen Seite der Galaxis. Hier sehen wir schon ein paar von den Leutchen, die wir wahrscheinlich später im Spiel sehen wollen. Und die Credits. Zu dem Spiel selbst muss ich sagen, ich spiele das quasi blind. Das ist mein erster Versuch überhaupt hier, mich an Seventh Saga zu versuchen. Und ich weiß über... Und ich habe als Recherche nur mal kurz in den Wikipedia-Artikel gespickt. Und weiß da ja nur recht wenig über die Charaktere selbst. Na, fangen wir jetzt erstmal an. Gut, aus dem Titelbildschirm springen wir jetzt mal direkt ins Menü. Yep, wir fangen an, nehmen einen freien Speicherplatz, gut. Gut, hier sind wir im Auswahlbildschirm. Wir können einen Menschen, einen Zwerg, einen Elfen, einen Außerirdischen, einen Roboter, Tetujin, das ist eine Art Roboter, das weiß ich noch, einen Menschen oder einen Dämonen ausnehmen. Die sind alle männlich, bis auf den Elfen. Die ist natürlich weiblich und auch die einzige Frau hier. Und das Spiel funktioniert so, dass man eine Hauptfigur auswählt mit verschiedenen Stärken und Schwächen. Und später bekommt man Gelegenheit, eine zweite Person quasi als Gehilfen anzuheuern. Mit zwei Ausnahmen, weil ein oder zwei der Gehilfen erweisen sich später als Verräter und fallen einen in den Rücken. Und das letzte ist nur ein Gerücht, das habe ich auch alles nur aus Wikipedia und sonstigen Quellen zusammen, aber lasse ich mich mal überraschen, ob das stimmt oder ob das nur Spinnerei war. Ja, also von der Spielmechanik her weiß ich, dass einige Leute wie der Mensch hier eher schwachbrüstig mit Magie sind und eher mit Waffen zuschlagen. Einige wie das Alien können keine Rüstung tragen. Einige wie der Knilche, der eine Art Priester ist, können heilen. Andere wie der müssen stattdessen Tränke schlürfen. Und einige wie die Elfe hier können hauptsächlich nur mit Magie kämpfen. Magie ist eine Art hau weg die scheiße Waffe in diesem Spiel. Es bombt die meisten Gegner weg, wenn es denn mal trifft. Andererseits, wenn einem die MP ausgehen, dann hat man eigentlich schon verloren, weil man ja die meiste Zeit alleine ist. Na gut, darum nehmen wir jetzt mal die Elfe, weil das ist ein bisschen schwieriger als normal. Und wenn ich schon aus 7 auswählen darf und ich nicht den Nerv habe, alle 7 nacheinander auszuprobieren, das wäre wahrscheinlich zu viel und würde wahrscheinlich in 700 Videos enden, dann nehme ich stattdessen einen von den mäßig schwereren. Außerdem, sie ist eine der Verräterinnen, das heißt, wenn ich sie nehme, falle ich mir zumindest nicht selbst in den Rücken. Ha! Und der Name ist Esuna. Nehmen wir mal den Standardnamen und machen weiter. Du hast in den vergangenen 5 Jahren gut trainiert. Endlich, die Zeit ist gekommen, dass du dein Wissen und deine Fähigkeiten benutzt. Deine Mission ist, die 7 Runen zu finden, die irgendwo auf dem Planeten Ticonderoga verstreut sind. Wenn du alle diese Runen gefunden hast, werden sie dir die unglaubliche Macht geben und du wirst der Herrscher der Welt werden. Aha, na gut. Hier wird man also anscheinend nur zum Erben des Herrschers, wenn man diesen komischen Test macht. Ich rate jetzt erstmal nur, vielleicht ist auch einfach nur König Lebele. Sag uns mehr über die Runen. Ja genau, da will ich mehr rüber hören. Die existieren in verschiedenen Formen und es ist sehr schwierig, sie zu identifizieren. Ich gebe jedem von euch einen Kristallkugel. Diese wird euch helfen, die Runen zu finden. Jetzt macht euch bereit für eure Reise und bringt die Runen zurück. Ah ja, interessant. Alle 7 machen sich also auf den Weg
und einer davon wird von mir jetzt erstmal kontrolliert. Jeder Held bekommt einen Kristallkugel. Und unsere heroische Aufgabe ist anscheinend, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Oh gut, ich kann mich bewegen. Dann labere ich mal mit meinen Kollegen hier. Oh ja, ich kann nur reden über ein Untermenü. Warte, ich sehe schon, das wird mich bald nerven. Wilme das Alien, ich brauche keine Waffen oder Rüstung, da ich unglaublich stark bin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie, kann mir die Macht nicht vorstellen, die ich haben könnte, wenn ich die Runen kriege. Das liegt wahrscheinlich daran, dass dein Hirnschmalz gelitten hat unter all den Muskeln, aber hey. Also, meine Stärke ist die magische Kraft des Heils. Mein Ziel ist es, die Runen zu finden und alle bösen Mächte aus der Welt zu vertreiben. Ich frage mich, warum Leyes dabei ist. Ah, das ist einer der anderen. Das ist der da hier. Gut. Hey Leyes, ich habe gerade mit dem religiösen Fanatiker gesprochen und hey, bleib mal stehen. Ah. Ich arbeite mit niemandem. Wenn ich die Runen kriege, werde ich noch mächtiger sein als King Lemele. Ja, hat er das nicht erzählt eben? Dann bist du immer der Herrscher an seiner Stelle. Kamil, ich bin ein Krieger und der Beste für diese Mission. Ich werde es beweisen, wenn ich die Runen gefunden habe. Ha, Pech gehabt, da bin ich eher dran. Bleib hier. Lux. Mein Körper wird sich verwandeln, wenn ich eine Waffe brauche. Ich brauche daher keine Waffe für diese Mission. Während dieser Reise werde ich herausfinden, wer uns T2-Jeans gebaut hat und für aus welchem Grund. Nun, da dein Körper sich in Waffen verwandeln kann, nehme ich an, kein guter Grund. Wahrscheinlich ist keine. Olver, ich bin der Stärkste von uns alle. Allerdings bin ich ein bisschen langsam wegen meinem Alter. Aber ich werde wieder jung sein, wenn ich die Macht der Runen habe. Okay. Und Izuna ist anscheinend nur dabei, weil sie gerade nichts Besseres zu tun hatte, oder was? Und ich sehe mich jetzt hier erstmal um. Und das war's auch schon. Der Rest ist nur Dekoration und... Oh ja, wow. Das ist also hier kann sie anscheinend nicht rüberklettern. Gucken wir mal, ob der König noch irgendwas zu sagen hat. Ah ja, wünscht uns allen Glück. Was haben wir an Magie? Eis, 1. Na gut, zumindest können wir uns wehren. Wir haben allerdings gar nichts und unser Status ist ziemlich niedrig. Und wir haben haufenweise niederrangige Klamotten. Und Waffen, nehme ich an. Ich suche, aber finde nichts, Gott. Machen wir uns mal auf den Weg. Auf die Suche nach den Runen. Okay, weiter geht's. Wir sind auf der Suche nach den magischen Runen. Hey, hallo. Du musst jetzt gehen. Ich hoffe für deine sichere Rückkehr. Okay, gut. Aber vorher gucken wir uns erstmal überall um, was wir hier finden. Oh, riesige rote Schatztruhen, ne? Die öffnen wir mal gleich mit Suchen. Oh, Antidot also. Haha. Und ein Opal. Na, vielleicht kriegen wir Geld dafür. Mal sehen, ist hier irgendwas? Da sind eine Menge Krüge. Hier führt Selbstgespräche, das wird sich Izuna sagen. Ich sehe einen großen Schrank vor mir. Regal. Oh, mein Englisch wird immer schlechter, das ist unglaublich. Dann gucken wir mal im nächsten Raum. Noch mehr Zeug, das wir klauen können. So, Magic Herb, das klingt doch schon mal gut. Wie etwas, was wir gebrauchen können. Ja. Hier sind wir nur wieder ein haufenweise Regalschränke und Krüge. Dann gehen wir mal nach rechts. Und hier haben wir auch noch einen Raum, den wir ausplündern können. Ich meine, wir waren schon auf eine Suche. Ey, warte, bleib stehen. Wir müssen mit dir reden. Wenn du in den Kristallkugel siehst, siehst du bewegenden Punkt, der ein Monster anzeigt. Ein großer Punkt ist eine Stadt und ein sehr, sehr heller Punkt ist eine der Runen, die du suchst. Ja, ist also eine Art magisches Radar. Ja. Naja, ich weiß, da sind eine Menge Bücher. Gut. Was haben wir hier? Ah, er hat Wasser getrunken. Das ist nett. Ein kleines Detail. Noch mehr Leute zum Quatschen. Die Kristallkugel wird sehr nützlich sein. Und folge sie. Ja, ich folge der Kristallkugel. Sonst werde ich die Kugel wohl auch nicht finden. Nach diesen 5 Jahren habe ich mich schon sehr daran gewöhnt, dass du hier herumhängst. Ich werde dich vermissen, Izuna. Meine Kollegen sind wahrscheinlich schon bald auf dem Weg. Guck
Gucken wir mal hier. Es ist gefährlich, alleine zu reisen. Wenn du einen der anderen 6 Besucher findest, wäre es vielleicht eine gute Idee, zusammenzureisen. Allerdings wirst du wahrscheinlich auch einfach abgelehnt. Oder ihr könntet gegeneinander kämpfen. Ah ja, genau. Da ist keiner. Ah ja. Schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Ah ja, gut. Sprich immer zu den Leuten, die du irgendwo siehst. Lass ich hier so mal Wasser saufen. Wegen dem vielen Sprechen ist das wahrscheinlich auch notwendig. Und hier ist noch ein Raum zum Ausplündern. Okay. Na, komm, bleib stehen. Lassen wir nur mal. Deine Erfahrungen und Jahre von striktem Training werden dir helfen, diese Mission erfolgreich zu beenden. Nett, dass die alle so hilfreich zu mir sind. Ich frage mich, ob sie zu meinen Kollegen auch so hilfreich sind. Oh, da sind so viele Bücher. Als Magierin, die 5 Jahre hier war, hat sie die wahrscheinlich schon alle auswendig gelernt. Also, König, Lala, Lemelele, Ding Dong hat uns 7 Leute also ausgesucht, 5 Jahre lang trainiert. Und jetzt schickt uns alle los, um die magischen Runen zu finden. Okay, dann. Oh, du bist die letzte Person, die gehen wird. Alle anderen sind schon für nach Rablesk losgezogen. Das ist anscheinend eine Stadt im Süden. Und wir plündern hier nochmal alles, was wir finden können. Hier haben wir zum Beispiel eine Kirche. Und wenn wir die Leute ansprechen, können wir heilen. Aber das will ich nicht. Okay, schauen wir mal hier. Ich weiß noch, dass hier irgendwo etwas ist, was ich nicht vergessen darf. Oh, hier geht's noch in die Ecke. Aber... Oh! Noch ein zweiter Opal. Okay, das war unerwartet. Das ist in diesen Spielen immer so. In den komischsten Ecken findet man irgendeinen Stuss, den andere vergessen haben. Hier ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil man in den meisten RPGs einfach auf die entsprechende Taste hauen muss, wie ein Verrückter, um alles zu finden. Hier dagegen muss man stattdessen noch durch das Menü sich durchklicken. Und da man das natürlich nicht immer machen will, hat man natürlich nicht eine Chance, hier und da was zu verpassen. Oh, wow. Izuna war anscheinend so depressiv, dass sie sich besser fühlt, bloß weil sie sich die Fontäne ansieht. Hat sich das auch irgendwie ausgewirkt? Nee. Anscheinend nicht. Nehme ich an. Ich habe jetzt nicht so genau auf die Werte geachtet. Das scheint sich nichts geändert zu haben. Oh, sie hat sich um die alte Dame gekümmert. Das ist so süß. Jetzt gucken wir uns aber noch ein paar Kisten an hier. Oder Krüge, oder beides. Und plündern noch ein paar Räume aus. Was haben wir zum Beispiel hier? Hey, Knilch, bleib stehen. Wir müssen sprechen. Ah, ja, genau. Benutze Verteidigen vor Angriff, wenn du in einer Schlacht bist. Auf diese Weise werden sich deine Trefferpunkte kurzzeitig erhöhen. Remember, Defense first, then attack. Und das ist, da ich eine Zauberin spiele, komplett nutzlos. Da wir die meisten Kämpfe nicht überleben, wenn wir einfach nur eine Runde lang verteidigen. Einen kurzen Testkampf habe ich gemerkt. Solange wir den Zauber einsetzen können, haben wir praktisch gewonnen. Und wenn nicht, haben wir eh verloren. Okay. Wir haben ja anscheinend einen besseren Stab. Aber ich bin noch etwas konservativ, so weit am Anfang. Da das Spiel ja angeblich so schwer sein soll, halte ich mein Geld nochmal zurück. Okay. Ja gut, die Dorfbewohner haben ja nichts dagegen, wenn ich alles klaue und jeden anquatsche. Naja, es ist sicherer, wenn man alles Geld, was man hat, gegen Juwelen austauscht. Monster durchsuchen ihre Opfer für alles Geld, das sie tragen könnten. Aber sie interessieren sich nicht für Juwelen. Und du kannst die Juwelen immer verkaufen. Interessanter Trick. Weil ich versuche mir zu merken. Aber wie ich mich kenne, vergesse ich sowieso die meiste Zeit und verliere dann all mein Geld, weil Monster mich verprügeln. Ja. Schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier für einen Knecht? King Lemele ist der Sohn des großen Zaro. Du bist sehr glücklich in der Tat, dass er dich trainieren konnte. Hast du eine wirkliche Chance, aus ihm zu dienen? Ja, in der Tat, wir sind verdammt gut dran. Wir dürfen ihm nicht nur dienen,
Wir dürfen diese 7 Ruhmen auch gleich behalten und zum Herrscher der Welt aufsteigen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich passiert. Oder ob wir von unserem Freund, dem König, einen Tritt in den Arsch kriegen. Aber es ist wahrscheinlicher hier. Wahrscheinlicher, oh Mann. Ah, 5 Jahre ja seit der König euch oder dich hierher gebracht hat. Ins Land Lemele. Das Land ist nach ihm benannt, das klingt ja schon mal komisch. Ich meine, der King von Hyrule hieß der auch Hyrule? Werde ich wohl glaube ich kommen. Mal sehen. Es wäre so, als wäre das Ottomanische Reich von jemandem namens Otto gegründet worden. Andererseits, hey, das ist ein anderer Planet und hier sind die Regeln eben anders. Ich meine, wir haben hier nicht nur Elfen, Zwerge und Menschen, sondern auch noch Roboter, Aliens und Dämonen. Wenn die das so haben wollen... Hey, hallo du. Ach, nee, no shit, Potion 1. Oh, und ich kriege noch gleich eine Hilfspotion geschenkt. Das ist doch schon mal nett. Was sagst du? Ah, ins Speichern. Gut zu wissen. Also nehmen wir die Kirche, den Tempel oder das Inn. Und was haben wir hier? Gucken wir mal, was haben wir hier an Rüstung? Können wir uns nicht leisten. Das Einzige, was wir hier kaufen könnten. Also gehen wir wieder raus. So. Eine Menge Räume dafür. Was haben wir hier? Oh. Nee, keine Lust. Na gut, wir können speichern. Das ist doch schon mal gut. Tschüss. Oh. Hier ist irgendwas? Nee. Und der hier? Das Tor der Erde in Rablesk ist geschlossen. Du kannst nicht weiter nach Süden gehen. Du bist ein Krieger von König Lemele. Kannst du das Tor öffnen? Ah ja, genau. Das ist also anscheinend unser erstes Ziel. Und... okay. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Item aus dem Itemladen. Hallo, wer bist du? Ah ja, ich habe dich beobachtet, wie du trainiert hast, Tag after Tag. Ja, du Perverse, die Erfahrung, die du gewonnen hast, wird sich auszahlen. Ja, die ganzen 18 Erfahrungspunkte. Okay, gut. Ich denke, ich nehme lieber noch ein Magic Herb hinzu. Und eine 2... und 2. Und die sind ja recht billig. Also nehme ich 2 davon. Dann habe ich 3. Okay. Und noch ein Magic Herb dazu. Gut. Jetzt bin ich erstmal vorbereitet für peinliche Sachen. Und ich könnte jetzt losgehen, aber ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Oh, ich schaue mal kurz nach. Das ist ja der Vorteil, wenn man mit Emmy spielt. Und ich habe tatsächlich was vergessen, nämlich diesen Spiegel. Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn gebrauchen kann oder nicht. Aber ich habe ihn jetzt erstmal dabei. Items. Spiegel. Kann man nur hoffen. Ziemlich versteckweise, vielleicht sogar wichtig. Ich nehme ihn jetzt erstmal mit. Wir haben auch jetzt nichts, was uns Monster klauen könnten. Da bin ich mal gespannt, was das wird. Und wir gehen jetzt erstmal das Kampfsystem testen, wo wir schon mal dabei sind. Dann bewegt sich ja wenigstens etwas. So, Esuna, du hast genug rumgetrödelt. Ich weiß, du bist nur dabei, weil es dir Spaß macht. Und hier sind wir. Und hier sehen wir auch das Radarsystem und wie haufenweise leuchtende Punkte, die Monster sind, auf uns zukommen. Und wie man sieht, selbst wenn man hier ganz alleine und ganz still rumkommt, versammeln sich die Monster um einen. Hier in der Stadt bin ich jetzt ein bisschen sicher. Und Zufallskämpfe gibt es auch nicht in dem Sinne, weil man diesen leuchtenden Punkten nämlich ausweichen kann. Wenn man natürlich zu lange wartet, wie jetzt, dann wird man natürlich von den Monstern, wie man oben links im Radar sieht, komplett belagert. Und jetzt zeige ich euch mal, was passiert dann. Zapp! Man wird angegriffen. Kavum. Nein, wir sind ganz allein. Wir können angreifen, verteidigen, Magie und... genau, Magie. Eis, unser einziger Zauberspruch. Na los, Esuna. Vereise ihn. Zabum. Kavum. Und ein Schlag und tot. Der Einsiedler hat verloren und wir haben Gold und Erfahrungspunkte gekriegt. Ah ja, und jetzt warten wir mal. Warten. Und, seht ihr? Die Monster kommen auf einen zu. Oh, Igitt. Okay, verwenden wir nochmal Eis. Kavun. Wyvern besiegt. Na, ja, das sieht einfach aus, aber... und dafür gehen unsere Magiepunkte auch weg. Wie nichts. Und jetzt versuchen wir mal, das zu probieren, was der Knilchioide uns am Anfang erzählt hat. Verteidigen. Und angreifen. Greifen wir mal an.
Seht ihr den Unterschied zwischen Angreifen und Magie? Handkantenschläge sind halt nicht so toll wie Magie. Okay, jetzt kommt mir jetzt vor wie Verschwendung, aber wir müssen uns sowieso gleich ausruhen, also... Autsch. Okay, das hat nichts gebracht, aber seht ihr... Wir sind fast so schwach wie die Gegner hier. Das könnten wir nicht lange durchhalten. Jetzt müssen wir aufpassen und ich positioniere mich mal ein bisschen weiter zurück hier, damit wir in die Stadt flüchten können. Und in 37 Punkten werden wir aufgestuft, falls ich das hier richtig interpretiere. Versuchen wir Level 2 zu kriegen. Und diesmal greifen wir sofort mit Magie an. Zabum. Und löschen ihn aus. Das ist eigentlich relativ simpel. Und, hey, Dirk, komm her. Genau. Aber das ist halt der Witz hier. Hier gibt es keine Pause. Wenn man stehen bleibt, wird man auch immer pausenlos angegriffen. Gut, vernichtet. Oh, ich habe Level 2 erreicht. HP gestiegen, MP gestiegen, Power, Verteidigung und Magie gestiegen und Geschwindigkeit höher. Und wir haben HP irgendwas gelernt. Werden schon rausfinden, was das ist. Aber jetzt müssen wir, muss ich mich erstmal ausruhen hier. Die Sohn ist schon ganz erschöpft von der Kämpferei. Und das war das Inn, wenn ich mich noch richtig erinnere. Okay. Oh, ups, falsch. Ah, ja, wieder ein neues Spiel und neue Symbole zu lernen. Ah, aber das ist das Inn. Genau, jetzt müssen wir uns mal ausruhen. Okay. Und wir haben gespeichert. Gut. Und 19 und... Wow, ganz schön aufgestiegen. Und, naja, 5 Punkte. Habe ich mir irgendwie für weniger gehalten, aber... Naja, gut. Okay, jetzt werde ich mal trainieren, bis ich Level 3 habe. Und dann geht's weiter nach Süden. Aber das Trainieren müsst ihr euch nicht antun.